Leutner? Oberleutnant der Reserve Dr. Obermüller aus Köpenick, Herr Oberleutnant. Das ist auf 5 Uhr zum Regimentsgefecht Herrn Döberitz befohlen. Darum, ihr Kürassiere, lasst euch feiern heute als Ehrenjast. Wir haben euch bewundert, viele mit Manövers, hoch ihr Mut und Kampfesspiel. Ihr seid zwar nicht die Einzigen hier, denn ich bin auch ein großes Tier. Doch ich bin von der Infanterie und reiten, lernt ein Infanterist nie. Doch ich bin von der Infanterie und reiten, lernt ein Infanterist nie. Hast du alles selber gemacht? Ja, Köpfchen. Und von wem hast du das Köpfchen? Alles vom Papa. Komm her, mein Goldchen, hast du fein gemacht. Bravo. Komm her, bravo. Lass dich abküssen. Bitte, gehorsam, mich beteiligen zu dürfen. Ach, Milchlein, ist für Sie so geblieben in eurer Toggenbusch. Ach, Kinder, gib mir bloß mal ein Glas Sekt her, mir ist so heiß. Wo ist Willi Schäckmein? Wo ist der Kellner? Wo ist der Kellner? Herr Kamerad? Frohes Fritzchen. Kamerad, köstlich. Ach, also mit Ihnen möchte ich mal ins Manöver. Benimm dich, Christchen. Wenn du dich so aufhörst, bleibst du noch an der Assessor Trumpf hängen eines Tages. An den Saufkopf nie. Na, wie wär's denn mit dem Tänzchen und der Kameraden? Gern nicht. Sitz nicht so rum, Willi. Siehst du denn nicht, dass der Oberleutnant rauchen will? Auf die Art was denn ihre Reserveoffizier. Ach, Kinder, ihr seid alle so süß. Und ich bin so geschmückt. Willi, steh auf, da kommt der Herr Kommandeur. Oberarsch einschenken. Bitte um Gottes Willen, meine Herren, behalten Sie doch Platz. Willi, setz dich. Ganz famos. Wollen Sie bitte für mich ans Glas klopfen? Damen und Herren, es ist mir ein Bedürfnis, dass die Potsdamer Garde in einer so überaus reizenden Weise zum heutigen Manöverball der 6. Garde-Kürassiere ein Fest, das dieses Jahr von Seiten der Potsdamer Bürgerschaft durch unseren hochverdienten Herrn Kommerzienrat Wormser wirklich auf das Reizende arrangiert ist, hat. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich im Namen des Offizierkorps, vor allem auch der reizenden Vertreterin der Potsdamer Gardegrenadiere, außerdem ist es mir ein Bedürfnis, die Veranstalter des heutigen Abends, ja, kurzum, ich bin ja kein Redner. Sie leben hoch! 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 Ich bin ja